Tatort Lübeck. Ein Kriminalhörspiel von Andreas Nitschke in Zusammenarbeit mit Frank Bentin. Eine Studio Forde Hörspielproduktion. Teil 5. Fegefeuer. Margret Heller war nicht mehr zu retten. Anja, Rade und ich standen wie versteinert da. Sie hätte uns Ecksteins Gesicht beschreiben können, doch nun war sie tot. Aber wie war das nur möglich? Rade machte es ziemlich zu schaffen. Schweigend starrte er aus dem Fenster. Anja sank auf einem Stuhl zusammen und ich war einfach nur verzweifelt. Wir waren so nah dran. Rade, hat Frau Heller noch eine Aussage gemacht? Nein, verdammt, Ich dachte, es sei besser, auf euch zu warten. Deshalb schickte ich sie auf den Flur und bat sie, Platz zu nehmen. Sie zog sich dann einen Kaffee und... Mach dir keine Vorwürfe. Du konntest es nicht ahnen. Hätte ich bloß ihre Aussage aufgenommen. Wären wir nur früher hier gewesen dann? Und wir waren eben nicht hier, weil... Eckstein. Eckstein? Warum hat Eckstein den Wagen erst heute früh hochgehen lassen? Warum nicht schon gestern nach seiner Flucht? Das wäre doch logischer gewesen, nicht wahr? Du denkst, es war ein Ablenkungsmanöver? Na, liegt doch nahe, oder? Ja, aber wie hätte er wissen können, dass Frau Heller heute Morgen eine Aussage machen wollte? Das ist eben die 1-Million-Euro-Frage. Rada, zeig uns die Bilder der Überwachungskameras. Sofort. Hier, das ist die vom Flur. Und jetzt eine halbe Stunde zurück. Da, 11.23 Uhr. Frau Heller sitzt auf der Bank und trinkt ihren Kaffee. Nichts passiert. 11.24 Uhr, sie lässt den Kaffee aus der Hand fallen und greift sich an die Brust. Sie schnappt verzweifelt nach Luft und sackt zusammen. Verdammt, das ging aber schnell. Und immer noch niemand auf dem Flur. 11.25 Uhr, da kommen wir durch die Tür. Eine Minute zu spät. Rada, spul noch mal ein paar Minuten zurück. 11.18 Uhr. Da zeige ich Frau Heller den Kaffeeautomaten und gehe zurück in mein Büro. Jetzt geht sie zum Automaten und holt sich einen Kaffee. Alles unauffällig. Vielleicht doch eine natürliche Todesursache? Alles nur Zufall? Oberkommissar Walter kommt den Flur entlang und geht an ihr vorbei in sein Büro. Frau Heller trinkt ihren Kaffee. Er schmeckt ihr nicht. Sie verzieht ihr Gesicht. Naja, der Kaffee schmeckt ja auch wirklich alles andere als gut. Frau Sievers kommt aus ihrem Zimmer und geht an ihr vorbei. Und jetzt? Da kommt Dr. Weber den Flur entlang. Was will der denn hier? Ah, er wird bestimmt bei Thomas, bei Kriminalrat Behrens. Ah, er spricht Frau Heller an. Sie scheint ihn wiederzuerkennen. Jetzt reicht sie Weber ihren Becher, geht zurück zum Automaten, holt noch einen Kaffee und gibt ihn Dr. Weber. Aber über was reden Sie denn da? Dr. Weber war doch gestern am Tatort. Ach ja, stimmt. Ach, wahrscheinlich geht es um Ihre Tochter. So... Er bedankt sich und geht mit dem Kaffee weg. Sie setzt sich wieder auf die Bank. Jetzt ist es 11.22 Uhr. 11.23 Uhr. Was jetzt kommt, kennen wir ja bereits. Außer Dr. Weber war also niemand in ihrer Nähe. Vielleicht war es doch ein ganz gewöhnlicher Herzinfarkt? Na, vielleicht. Vielleicht auch nicht. Moment mal. Wo gehst du hin? Gleich. Ich schaue mal, ob ihr Kaffeebecher noch da liegt. Hier. Glücklicherweise hat noch niemand gewischt. Das ist Frau Hellers Becher. Ein Rest Kaffee ist noch drin. Ab ins Labor damit, Rada. Es eilt. Alles klar.
Thomas, hast du kurz Zeit? Selbstverständlich, ich wollte gerade zu euch. Was höre ich? Frau Heller ist tot? Hier auf unserem Revier? Ja, leider. Ein natürlicher Tod, oder? Das wissen wir noch nicht. Wir lassen gerade ihren Kaffee im Labor untersuchen. Nach der Aussage des Notarztes war es ein klassischer Herzinfarkt. Wodurch er jedoch ausgelöst wurde, werden wir wohl erst nach der Obduktion wissen. Ich sage euch, man stirbt nicht so schnell an einem Herzinfarkt. Erst recht nicht von unserem Kaffee, so dünn wie der ist. Aber schaut mal, was ich hier habe. Eine Abhörwanze? Richtig. Die klebte unter meinem Tisch. Das erklärt vielleicht, wo Herr Eckstein von Frau Hellers Besuch hier wusste. Ist sie noch aktiv? Nein, diese Wanze habe ich in meinem Kaffee ertränkt, aber wer weiß, ob es hier nicht noch mehr gibt. Jetzt ist jedoch klar, warum er sein Tatfahrzeug heute Morgen in Brand setzte. Dann glauben Sie, Frau Heller ist ermordet worden? Auf unserem Revier, quasi vor aller Augen? Von Eckstein? Es war jedenfalls kein Zufall, dass der Transporter heute Morgen in Flammen aufgegangen ist. Das bleibt erstmal unter uns, verstanden? Eckstein muss einen Komplizen hier im Revier haben. Alleine ist das nicht zu bewältigen. Darf ich stören? Sicher, Rada, was gibt's? Die Ergebnisse vom Labor sind da. Das ging aber wirklich schnell. Hat das Labor etwas gefunden? Ja, aber ihr werdet es kaum glauben. Nikotin. Nikotin? Und wie kommt das Nikotin in den Kaffee von Frau Heller? Es wurde dem Kaffee in flüssiger Form beigemischt. Am Becherboden fand sich noch etwa 0,3 Gramm. Dr. Ziersen vom Labor meint, dass wohl insgesamt etwa 1 Gramm Nikotin im Kaffee gewesen sein könnte. Und das bedeutet? Eine Zigarette enthält etwa 1 Milligramm Nikotin. Eine Dosis von etwa 0,5 Gramm ist jedoch tödlich. Das wäre also hochgerechnet der Nikotingehalt von 500 Zigaretten. Aber hätte sie das nicht merken müssen? Anja, sie hat's doch gemerkt. Wir haben es ja gesehen, wie sie ihr Gesicht verzog, aber da der Kaffee aus Automaten grundsätzlich immer irgendwie seltsam schmeckt, hat sie dem keine Beachtung geschenkt. Und unser Kaffee ist hauchdünn und mit flüssigem Nikotin muss er stark geschmeckt haben, also wie ein normaler Kaffee, nur ein bisschen bitter. Flüssiges Nikotin, das gibt's für E-Zigaretten ganz legal zu kaufen. So ist es. Es gibt bereits Berichte über Vergiftungen von E-Zigaretten mit dem flüssigen Nikotin. Und ihr glaubt, Eckstein hat es in konzentrierter Form in ihren Kaffee gekippt? Oder sein Helfershelfer. Klingt verrückt, aber so ähnlich könnte es gewesen sein. Aber wenn es eine Vergiftung war, dann... Ich meine, außer Dr. Weber war niemand bei ihr. Weber? Sie haben sich kurz vor ihrem Tod im Flur unterhalten. Könnte er mit Eckstein unter einer Decke stecken? Weber? Wie gut kennen Sie ihn? Kennen wäre zu viel gesagt. Weber kam vor 2 Jahren als Nachfolger von Dr. Michaelsen hier nach Lübeck. Er ist mitunter ein wenig speziell, aber so etwas... Die Indizien sind erdrückend. Es ist nicht auszuschließen. Weber war auch öfters in meinem Büro. Die Wanzen könnten also auch auf sein Konto gehen. Er hätte auch Zugang zu sensiblen Daten. Trotzdem, ich weiß nicht. Auf dem Video kam Weber aus der Richtung deines Büros. War er denn vorhin bei dir? Ich war zu diesem Zeitpunkt gar nicht im Hause. Ich hatte einen Termin beim Polizeipräsidenten. Er hätte also ungestört in ihr Büro marschieren und Wanzen verstecken oder demontieren können. Ich lass mir die Akte kommen. Ist Weber noch im Gebäude? Das kriege ich raus. Aber, Rada, ja? Passen Sie auf, dass er Sie nicht bemerkt. Und unternehmen Sie vorerst noch nichts. Wir können ihn nicht ohne konkrete Beweise festnehmen. Er soll sich lieber noch ein wenig in Sicherheit wiegen. Okay, klar, Chef. Einen Moment bitte. Behrens? Hallo, Gabi. Wir warten dann mal draußen. Okay, ich bin gleich da. Gabi? Ja. Ja. Du hast Was recht. Glaubst du? Und es tut mir so leid. Ist Dr. Weber Aber Ecksteins Komplize? Gabi, bitte lass Oder ist lass er es selbst? Keine Ahnung. Und was ist mit den Kindern? Ich weiß nur, dass theoretisch jeder Mensch zum Mörder Nein, werden kann. Gabi, du kannst mich von meinen Kindern Als Handlanger. Nicht Also für den Mord an Frau Heller kommt Weber schon in Frage, aber inwieweit er für die Mordserie verantwortlich ist. Ach, die neue Heizdame ist geliefert worden. Ja. Ja, die hatte ich bestellt, aber das habe ich dir doch schon vor Wochen erzählt. Habe ich auch schon bezahlt. Die alte war doch inzwischen endgültig hin. Naja, nach 20 Jahren darf die auch mal kaputt gehen. Nein, die habe ich aus meiner Tasche bezahlt. Wie du meinst. Dann am Donnerstag also. 15 Uhr. In der Kanzlei Dremel und Kürten. Aber vielleicht überlegst... Gabi? Gabi?
Was? Jetzt gucken Sie mal nicht so. Thomas, es tut mir leid. Ach was, ich bin selbst schuld. Meine Frau macht jetzt Nägel mit Köpfen. Das hätte ich ihr gar nicht zugetraut. Ihr Anwalt hat schon alles fertig gemacht. Die Papiere lagen bereits seit Monaten unterschriftsreif in der Schublade. Was soll's? Ist vielleicht auch besser so. Ich muss mir eine neue Wohnung suchen. Ich darf meine Kinder nicht mehr sehen. Aber sie hat heute Morgen eine nagelneue Heizdame bekommen, die ich auch schon bezahlt habe. Na, vielen Dank für gar nichts. So eine verdammte Scheiße auch. Genug davon. Wir müssen Dr. Webers Schuld an Frau Hellers Tod und seine eventuelle Zusammenarbeit mit Eckstein beweisen. Hallo, Rada. Hast du mal einen Moment? Zeig uns noch mal die Überwachungsbilder. Hier, da kommt Dr. Weber ins Bild. Okay. Frau Heller gibt ihm ihren Becher und geht zum Automaten zurück. Er dreht sich um. Er weiß, wo die Kameras hängen und verdeckt den Blick auf den Becher. Jetzt kommt sie zurück, reicht ihm den neuen Kaffee und er gibt ihr den anderen wieder zurück. Ich sehe nichts Ungewöhnliches. Nun geht er weg. 2 Minuten später ist sie tot. Och, Rada, nochmal zurück. Wir spielten die Aufzeichnung immer wieder ab, konnten aber nicht erkennen, ob Dr. Weber etwas in den Kaffee kippte. Sein Rücken verdeckte den Becher für einige Sekunden. Es war zum Verrücktwerden. Kurze Zeit später erfuhren wir, dass der Kaffeeautomat keine Spuren von Nikotin aufwies. Ausschließen konnten wir auch, dass Frau Heller sich das Nikotin selbst in den Kaffee gemischt hatte. Aber den eindeutigen Beweis, dass Weber flüssiges Nikotin in ihren Becher kippte, konnten wir auch nicht erbringen. Wir ließen uns Dr. Webers Personalakte bringen. Nichts. Weber ist sauber. Er ist hin und wieder ein bisschen schräg, aber seine Akte ist tadellos. Weber war in Hamburg als Pathologe im UKE beschäftigt gewesen. Er war einer von 7 Pathologen dort. Aber Anja wertete es als Hinweis, dass er als Täter für den Mord an Larissa in Betracht kam. Ich wusste ja, dass er es nicht war, aber wo überschnitten sich Ecksteins, Webers und meine eigene Vergangenheit? Woher wusste Eckstein von dem Mord an Larissa? Wieso hatte er mich nicht verraten? Was wurde hier gespielt? So kommen wir hier nicht weiter. Wir müssen Dr. Weber finden. Vielleicht kann er uns alles erklären. Und das glaubst du wirklich? Paulsen? Was? Stellen Sie durch. Eckstein. Kommissarin Paulsen? Was wollen Sie, Eckstein? Ich habe gehört, dass wieder jemand von uns gegangen ist. Sie Schwein! Also bitte, Frau Kommissarin, etwas mehr Professionalität. Ach, kommen Sie doch zur Sache! Na gut, hören Sie. Ich packte Minas Vogels Schopf und schon war die Luft in ihren Kopf. Dann Paula, flugs im Fluss ertränkt und Nele schnell mal aufgehängt. Lisas Abgang aber lief, zugegeben, etwas schief. Es mischten sich 2 Bullen ein. Es soll ihr letzter Auftrag sein. Doch Lisa, die im Garten saß, verlor ihr Blut. Tja, und das war's. Lassen Sie diese perversen Reimereien, Eckstein. Und nun warten alle hier im Saal nur noch auf das große Finale. Und was soll das sein, das große Finale? Wissen Sie, Frau Kommissarin, eigentlich wollte ich 10 Mädchen ermorden. Mein Plan war gut durchdacht und ich war perfekt vorbereitet. Aber ich hatte sie unterschätzt. Sie waren schneller, als ich vermutet hatte. Und so schaffte ich in dem mir gesetzten Zeitraum nur 4 Morde. Wie schmeichelhaft. Nicht wahr?
Aber freuen Sie sich nicht zu früh. Durch Ihre übereifrige Schnüffelei bin ich nun nicht mit dem Töten der Mädchen fertig geworden. Zugegeben, um die beiden Polizisten tut es mir wirklich leid. Das war nicht so eingeplant. Aber das geht auf die Kappe Ihres Chefs. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, was ich für ihn halte. Ich dachte, wenn ich seine Affäre mit Ihnen, seiner Frau, erzähle, wird es Strafe genug sein, aber... nein. Das reicht mir noch nicht. Was soll das heißen? Frau Paulsen, der Mann ist nichts für Sie. Eckstein? Eckstein! Aufgelegt. Wir müssen sofort zu Behrens. Was war das? Behrens! Wir rannten los. Im Flur, überall Rauch und Chaos. Dennoch schafften wir es zu Behrens Büro. Es war vollkommen verwüstet. Der Sprengsatz musste hier im Raum deponiert gewesen sein. Von Kriminalrat Behrens war jedoch nichts zu sehen. Ich sah die Erleichterung in Anjas Augen. Wo ist er? Auf jeden Fall nicht hier. Was ist passiert? Thomas! Oh mein Gott! Ich dachte, du wärst tot! Ich war auf dem Weg nach Hause, um meine Frau irgendwie umzustimmen, was die Kinder betrifft. Als ich die Eingangstür öffnete, diese Explosion und da bin ich sofort zurück. Gibt es Tote? Verletzte? Nein, so schlimm war es dann Gott sei Dank doch nicht. Eckstein hat uns angerufen, als wir uns gerade auf den Weg machten, Dr. Weber zu suchen. Und Sie waren da auf dem Weg zu Ihrer Familie. Die Bombe wurde also gezündet, als niemand unmittelbar gefährdet war. Er sagte, dass es ihm nicht reichte, sie bei ihrer Frau anzuschwärzen. Wenn Sie aber tot wären, würden Sie nicht leiden. Wenn es aber Ihre Frau oder Ihre Kinder treffen würde... Scheiße, Sie haben recht. Wir müssen zu mir nach Hause. Sofort! Während wir in die Parkgarage rannten, fingerte Behrens sein Handy hervor und rief in der Schule seine Kinder an. Seine Frau hatte sie allerdings schon abgeholt. Er versuchte es bei seiner Frau, doch weder sie noch die Kinder gingen ans Telefon. Er sprach eine Nachricht auf die Mailbox. Wir sprangen in seinen Mercedes und rasten mit Blaulicht aus dem Parkhaus und durch die Stadt. Behrens war inzwischen nur noch ein Nervenbündel und konnte seine Angst geradezu greifen. Sie bleiben hier. Ich gehe rein. Die Wucht der Explosion war furchtbar. Wir konnten erkennen, dass die Fensterscheiben des Hauses zersplittert, das Dach auseinandergebrochen und ein riesiges Loch in die Fassade gesprengt war. Überall war Feuer. Behrens schrie, weinte und schrie wieder. Wir wussten alle, wenn sich jemand im Haus aufgehalten hatte, dann konnte es niemand überlebt haben. Behrens rannte zum Haus, versuchte hineinzugelangen, aber es war zwecklos. Die Hitze war zu groß. Anja sprach bereits in ihr Handy und alarmierte die Feuerwehr. Ich will zu meiner Frau und meinen Kindern. Ich lief zu Behrens hinüber, um ihn davon abzuhalten, das brennende Haus zu stürzen. Nachbarn kamen herbeigerannt. Einer hatte geistesgegenwärtig seinen Gartenschlauch geschnappt und spritzte nun in den Eingangsbereich. Aber es war der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Gegen die Wucht der Flammen konnte dieser traurige Wasserstrahl nichts ausrichten. Andere Nachbarn bildeten eine Eimerkette. Schnell, wir brauchen noch mehr Wasser hier! Komm hierher, schnell! Wo bleibt die verdammte Feuerwehr? Vier Einsatzfahrzeuge hielten auf dem Grundstück. Aus jedem sprangen 10 Mann, die zunächst alle hilfsbereiten Nachbarn verscheuchen mussten, um dann selber loszulegen. Behrens versuchte immer noch ins Haus zu gelangen, wurde aber von 2 Feuerwehrleuten ferngehalten. Anja und ich setzten uns in Behrens Mercedes. Dafür wird Eckstein büßen. So ein Dreckskerl. Und die einzige Spur, die wir haben, ist Weber. Das hat er nicht verdient. Seine Kinder waren gerade mal 10 und 13 Jahre alt. Sie hatten das ganze Leben noch vor sich. Thank you.
dieses Schwein erwische, bringe ich ihn um. Ich erwiderte nichts. Bei unserer Arbeit haben wir mit den Opfern und Tätern gleichermaßen zu tun. Allerdings müssen wir uns auch mit dem größten Abscham im Rahmen der freiheitlich-demokratischen Grundordnung befassen. Wir sind nur für die Ergreifung von Straftätern zuständig. Richten müssen andere. Trotzdem ist manchmal die Versuchung groß, ein Strafverfahren abzukürzen. Ah, Behrens kommt. Sie waren doch noch Kinder. Wir werden Eckstein finden. Wie denn? Dieser Mistkerl ist uns immer einen Schritt voraus. Unterdrückte Nummer. Gib mal her. Behrens hier. Hallo, Herr Kriminalrat. Eckstein hier. Ich bringe Sie um, Eckstein. Ich finde raus, wer Sie sind. Dann finde ich Sie. Und dann bringe ich Sie um. Ach, Sie werden nie herausfinden, wo ich bin. Aber ich weiß, wo Sie sind. Sie stehen vor den Trümmern Ihres Lebens. Eckstein, warum das alles? Weil Sie es sonst einfach nicht erkennen würden. Sie Lackaffe, stolzierten wie ein Pascha durch die Gänge ihres Reviers und nahmen sich, was sie wollten. Ich frage mich gerade, ob Frau Pausen weiß, dass sie nur eine von vielen ist, mit denen sie ihre Frau betrügen. Oder soll ich sagen, betrügt? Sie haben meine Frau und meine Kinder ermordet! Ja, aber ich habe ihnen auch vieles erspart. Nämlich die Scham über ihren Vater, der Menschen nur zu seinem Vergnügen benutzt. Sie sollten nicht unter ihnen und ihrem selbstgerechten Verhalten leiden. Das nennt man übrigens human. Aber sie werden jetzt für ihr restliches Leben dafür büßen und sich immer Vorwürfe machen, dass sie die Schuld an ihrem Tod tragen. Und das völlig zu Recht. Haben Sie das jetzt verstanden, Herr Kriminalrat? Ich bringe Sie um. Nein. Werden Sie nicht. Sie werden leiden. Sie werden mit ihrer Schmach leben. Bis ans Ende ihrer Tage. Und das kann sehr lang sein. Und jetzt geben Sie mir endlich Frau Pausen. Ich werde Sie finden. Das verspreche ich Ihnen. Während Behrens telefonierte, wanderte mein Blick über die Umgebung. Eckstein war uns immer einen Schritt voraus. Und nun? Er wollte Behrens Leiden sehen. Und zwar wortwörtlich. Ich war sicher, er war in der Nähe und beobachtete uns. Aber wo? Was noch, Eckstein? Kommissarin Pausen, ist dieser Mann es wirklich wert? Sie sind krank, Eckstein. Herr Kriminalrat, ich bin sicher, dass Eckstein hier irgendwo in der Nähe ist und uns beobachtet. Er sagte selbst, er will Sie leiden sehen. Ich verständige das SEK. Das Gebiet wird großräumig abgesperrt. Wir werden Eckstein umzingeln und ihn schnappen. Er wird uns nicht entwischen. Behrens redete ins Handy, während ich den Wagen mit Höchstgeschwindigkeit durch die Stadt zur Pathologie steuerte. Doch als wir ankamen, fehlte von Dr. Weber jede Spur. Eine Frau im weißen Kittel kam uns entgegen. Laut Namensschild Dr. Paula Müller. Guten Morgen, was kann ich für Sie tun? Kriminalrat Behrens, wir suchen Dr. Weber, ist er hier? Dr. Weber? Nein. Aber vielleicht kann ich Ihnen weiterhelfen. Ich bin Dr. Paula Müller, die Nachfolgerin von Herrn Dr. Weber. Nachfolgerin? Was soll das heißen? Dass Dr. Weber hier nicht mehr tätig ist. Aber seit wann? Heute ist mein erster Tag. Dr. Weber hat gekündigt? Ich weiß es nicht. Da müssen Sie schon in der Verwaltung nachfragen. Werde ich tun. Vielen Dank, Frau Dr. Müller. Immer gern, Herr Kriminalrat. Wir machten uns auf den Weg in die Verwaltung. Dort erfuhren wir, Dr. Weber hatte tatsächlich seinen Job gekündigt. Offiziell aus gesundheitlichen Gründen. Behrens ließ sich Webers Adresse geben und schon waren wir unterwegs.
Dr. Weber? Herr Dr. Weber, sind Sie da? Wie lange wollen wir noch warten? Er ist schwer krank. Vielleicht kann er nicht mehr selber zur Tür kommen. Also ist Gefahr im Verzug, nicht wahr? Der alte Trick, mit einer Kreditkarte ein Schloss zu entriegeln, funktionierte auch diesmal. Weber? Paulsen hier. Wir kommen jetzt mit gezogener Waffe rein. Leisten Sie keinen Widerstand. Wir gehen rein. Los, Sie gehen voraus, Jansen. Flur, Küche, Bad waren sauber. Wohnzimmer auch und das Schlafzimmer war ebenfalls sauber. Weber war nicht zu Hause. Aber die Schranktüren standen offen und diverse Wäschestücke lagen auf dem Boden. Wir waren zu spät. Der Vogel war ausgeflogen. Hier steht noch eine Kaffeetasse, aber die ist kalt. Weber ist schon länger weg. Verdammt. Ich setzte mich an Webers Computer, öffnete seinen E-Mail-Account und durchsuchte seine Post. Dabei kam mir zugute, dass Dr. Weber sein Passwort auf einem Post-it an den Bildschirm geklebt hatte. Der Name Eckstein tauchte nirgendwo auf. Eine Nachricht an ein Reisebüro weckte aber mein Interesse. Haben Sie was gefunden, Jansen? Dr. Weber hat eine Seereise gebucht, und zwar von Hamburg aus. Verdammt, das Schiff wird in 30 Minuten ablegen, das schaffen wir nicht mehr. Ich informiere die Kollegen in Hamburg. Wie heißt das Schiff? Ocean Explorer. Noch was von Belang? Er hat sein Postfach aufgeräumt und diverse Mails gelöscht. Außer dieser Reisebuchung finde ich hier nur noch Werbung. Werbung, Werbung. Und im Gelöscht-Ordner? Auch, alles weg. Bis auf ein Schreiben vom UKE. Was steht drin? Lesen Sie. Dr. Webers Befund. Oh. Er hat also nichts mehr zu verlieren.